Eins, zwei, drei. Ene, mene, mu. Sind wir schon live? Oh, wir sind schon live. Ja. Wie es sich gehört, für einen Streamcam werden ja alle Sessions live übertragen. Frei nach dem Motto, wir stellen auch die Kommunikation für Abwesende sicher. Das wird ja auch häufig unterschätzt. Das ist auch ein bisschen das Thema dieser Session. Es geht um Microsoft und die Kunst des Distanzmanagements. Klingt jetzt aber erstmal ziemlich nichtssagend. Hängt aber damit zusammen, dass Microsoft ja kürzlich entschieden hat, völlig auf den Anwesenheitswahn von Mitarbeitern zu verzichten. Die Arbeitsministerin hat ja das als zu Beginn ihrer Amtszeit direkt verkündet. Sie möchte sich verabschieden vom Anwesenheitskult im Arbeitsleben. Das hat ja viele, viele Aspekte, ökologischer Art, Berufsverkehr, bis hin zur Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sind viele, viele Themen, die da eine Rolle spielen. Und wir haben das ja auch in unserem Livestreaming-Buch übrigens aufgegriffen. Es geht ja nicht nur um Technik, sondern es geht auch teilweise um politische Themen und kulturelle Themen, die mit dem Thema Livestreaming vielleicht so gar nicht direkt in Verbindung gesetzt werden können. Aber in dem Buch beweisen wir, wie viele Nahtstellen es dazu gibt. Das Kapitel, über das wir uns dann auch noch ein bisschen unterhalten, da spielt ja auch Thomas Dehler von Value5 eine Rolle, vom Dienstleister aus Berlin, warum Unternehmen eine erweiterte Medienkompetenz benötigen. Dazu bräuchten wir jetzt natürlich auch noch die Frau Dr. Hoffmann vom Fraunhofer-Institut IAO aus Stuttgart. Und die hängt dank des Bahnstreiks am Hauptbahnhof Stuttgart fest und hat es halt nicht rechtzeitig zur Session geschafft. Aber wir werden, haben das beschlossen, auch nochmal virtuell nachholen mit ihr die Fachdiskussion. Das ist ja der Vorteil beim Livestreaming, dass man eigentlich auch verteilt sitzen kann, wo man möchte, weltweit dann Fachdiskussionen führen kann. Ja, Thomas, aber wie siehst du denn die Entscheidung von Microsoft Deutschland, immerhin einer der größeren Konzerne in Deutschland, die sich so ein bisschen antizyklisch verhalten und sagen, wir verabschieden uns von dem Anwesenheitswahn und die Mitarbeiter können selber entscheiden, ob sie jetzt im Homeoffice arbeiten, dezentral arbeiten oder eben im stationären Büro. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen arrogant, aber ich sage endlich mal eine, weil wir machen es jetzt schon seit 10 Jahren, sind aber nicht so ein starkes Firmenlabel wie Microsoft. Aber endlich auch mal einer, der weiß, worauf es eigentlich drauf ankommt, weil es ist nicht nur Arbeitgeberattraktivität, sondern wie du schon sagst, das sind unheimlich viele Themen, die besetzbar sind, wenn man seine Belegschaft dezentral arbeiten lässt. Eine reflexartige Reaktion, und die wirst du wahrscheinlich schon häufig erfahren haben, kam ja direkt von der Gewerkschaft, von Gewerkschaftsfunktionären, die sagen, ja, bei Microsoft, bei der Entscheidung muss man direkt drauf aufpassen, auf die Selbstausbeutung der Mitarbeiter in den eigenen vier Wänden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist schon ein bisschen witzig, dass die Gewerkschaften das wiederum thematisieren, weil das ja vor allen Dingen, wenn man sich Studien anschaut, beispielsweise von Bitkom, ja besonders die trifft, die in stationären Büros arbeiten. Also Anwesenheitswahn, wer fährt zuerst vom Parkplatz, ja, der hat verloren, zeigt, dass er dann vielleicht faul ist oder jeder beobachtet den anderen, ich will sie im Büro sitzen sehen, nur dann arbeitet man, ob man sich dann also in der Nase bohrt oder nicht, das ist völlig wurscht, aber sofort kommt so eine reflexartige Reaktion von Arbeitnehmervertretern, obwohl ja deine Erfahrungen mit Mitarbeitern, du machst ja regelmäßig auch Umfragen, genau das Gegenteil belegen. Also einerseits, wir haben unsere sogenannten arbeitsrechtlichen Grundlagen, den alternierenden Telearbeitsvertrag auf Abruf, so heißt das Ding, 22 Seiten stark, haben wir mit einer Gewerkschaft konzipiert. Und da ist es momentan so, dass eigentlich, wenn man genau hinschaut, beginnt man dezentrales Arbeiten so, dass man den Mitarbeiter fragt, wie wäre es eigentlich, wenn du auch mal von zu Hause aus arbeiten darfst. Das heißt, der Personaler setzt diesen Impuls ab und dann ist es eigentlich so, dass man dann die sogenannte, den Wunsch des Mitarbeiters bündelt. Das ist ja schon mal ein gutes Argument für die Interessensvertreter der Belegschaft, dass man sagt, wir arbeiten nicht gegen den Willen, sondern wir setzen den Willen genau um. Und dann ist der eine Punkt, die sogenannte Souveränität der Arbeitszeit, die Gewerkschaft
Gesellschafter glauben häufig, zu Hause trennt man dann nicht mehr Freizeit, Familie und den Beruf, sondern es geht nahtlos über. Unsere Erfahrung ist, dass genau das Gegenteil passiert. Also wir machen das jetzt seit 10 Jahren, 3 Jahre mit Festangestellten. Und unsere praktische Erfahrung ist, dass die Mitarbeiter zu 90% genau nur noch so arbeiten wollen, den Weg zur Betriebsstätte als Last empfinden, also dann, wenn sie mal kommen müssen. Und die sogenannte Souveränität der Arbeitszeit, das haben wir über einen sogenannten Scheduler. Das heißt, der Mitarbeiter gibt ganz genau an, wann er denn verfügbar ist und dementsprechend entscheidet er, wie er das macht. Wir wollen natürlich auch sofort dann immer in die Diskussion eintreten. Wir haben ja noch ein zweites Mikrofon mit einem langen Kabel. Wie gesagt, wir streamen hier nach draußen. Insofern könnten wir uns ja hier auch so verständigen. Die Cafeteria hat eigentlich eine gute Akustik. Insofern brauchen wir das Mikrofon nicht. Aber beim Livestream nach draußen brauchen wir es schon, weil uns die Nutzer und Nutzerinnen draußen an den Bildschirmen im Netz natürlich dann sonst nicht hören würden. Also wenn wir dann gleich diskutieren, dann bitte dieses Mikrofon da einsetzen, sonst sind wir draußen nicht zu hören. Trotzdem ist es ja so, dass das für so einen deutschen oder für so einen amerikanischen Konzern mit einer deutschen Dependance wie Microsoft schon, sagen wir mal, eine mutige Entscheidung ist, weil das sich ja in einem politischen Umfeld bewegt, wo man sofort dann eben diese Reaktionen bekommt. Ja, es fehlen dann die sozialen Kontakte, man nimmt zu viel Arbeit mit nach Hause und kann das nicht genau abgrenzen. Aber bei Interviews, sagen wir mal, mit deinen Mitarbeitern ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass sind so Sachen erzählt worden, an die man erst gar nicht denkt. Zum Beispiel eine Mitarbeiterin über 50, die sagte, sie steht Gott sei Dank nicht mehr in Konkurrenz zu irgendwelchen Modepüppchen, die so um die 25 sind. Schon allein optisch würde sie bei mancher Rekrutierung dann durch den Rost fallen. Ist leider immer noch so. Was sind denn noch so die Argumente, die sag mal, für dezentrales Arbeiten sprechen? Ja, einerseits merken wir momentan, unsere Krankenquote ist ein Drittel von dem, was branchenüblich in unserer Umgebung momentan gemessen werden kann. Wir haben Elastizitätsquoten, das heißt sogenannte spontane zusätzliche Arbeit von über 75%. Mitarbeiter sind dadurch, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen sind und sehr stark im Bereich technischer Helpdesk unterwegs sind. Wer weiß schon, wann ein technischer Störfall eintritt? Dementsprechend müssen wir sehr schnell reagieren. Wir sind ohne Einsatzplanung derzeit in der Lage, 90% aller Kundenvorgänge zu bearbeiten und sind innerhalb von 2 bis 5 Minuten zusätzlich bereit. Und das ist einfach, ich sage immer, alle, die sich mit Personalplanung beschäftigen, Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Man kann planen, wie man will, man muss reaktionsfähig sein. Und gerade in dieser sogenannten Serviceökonomie und immer wird alles schneller und vernetzter, ist dieses ganze Planungsgetönse und maßstabmäßig überlegt man sich, wenn dann Probleme, aber die Realität schlägt völlig anders zu. Und so ist das größte Argument von Distanzarbeit die enorme Flexibilität, die Elastizität und die Reaktionsfähigkeit. Ich will jetzt noch nicht eingehen auf die ganzen Nachhaltigkeitsaspekte, 400 Gramm CO2 pro gefahrenem Autokilometer und so. Wir wissen, dass gerade in sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen wie Callcenter, die teilweise die Mitarbeiter 60 Kilometer einfachen Arbeitsweg für noch nicht mal Mindestlohn zurücklegen müssen. Und das kriegen sie nicht bezahlt. Genau. Und deswegen ist ja auch das Thema der Arbeitsweg ist eine Subvention für den Arbeitgeber. Und 57% bis 72% aller Beschäftigten haben emotional negative Gefühle in Kombination mit dem Arbeitsweg. Das heißt, wenn man jetzt den Arbeitsweg wegnimmt, ist es sehr angenehm, weil man dann die negativen Gefühle wegnimmt. Unsere Erfahrung allerdings ist, von 6.000 und 16.000 DSL mindestens brauchen. Und warum sitze ich heute auch im Streamcamp? Wir haben beispielsweise das Thema TV völlig modifiziert, weil für uns ist das Thema Videostream ein datenschutzrelevantes Authentifikationsmerkmal. Und da bin ich auch gespannt, wie Microsoft das klärt. Also ein Unternehmen in eigener Sache entlässt Mitarbeiter in Heimarbeit. Wann immer ein Mitarbeiter zu Hause mit persönlichen Daten konfrontiert ist, beginnt die technische Organisation für Datensicherung, sich auf diesen Privatarbeitsraum auszulagern. Und da gibt es enorm viel Gestaltungsanforderungen, Möglichkeiten, aber man muss dann wirklich kreativ ran.
Ja, da sind wir beim ganz anderen Thema. Also Datenschutz, es ist in der Arbeitsorganisation dann schon eine Anforderung, die Datenschutzbestimmungen zu erfüllen. Also wir können jetzt hier nicht einfach in die Mitarbeiterkommunikation mit Hangout on Air gehen. Ja, Google wahrscheinlich schon dann gar nicht, weil es ja ein Google-Dienst ist. Das ist eine Sache, die viele dann gar nicht bedenken. Dann sagen, ja, okay, mach doch von zu Hause und alles werden wir dann sehen. So ist es leider. Also ich höre sehr viel, dass gerade so Unternehmen, die mit Multikanal-Plattformen im Netz zu tun haben, dass die sagen, ja, Heimarbeit kriegen wir hin, wir routen den Anruf einfach wohin und dann hört das Denken auf. Fakt ist ja, dass die Kultur der Mitarbeiter, der dezentral arbeitet, muss ja organisatorisch eingebunden werden. Das heißt, die wichtigste Frage ist ja, wie sieht der Sozialraum aus, wenn ich nicht mehr in der Firma arbeite? Wie transformiere ich den digital? Und da können genauso Web-Themen, also Streaming, TV-Themen oder sich austauschen, kollaboratives Lernen, wie Klassenräume. Man braucht einen Hub, wo die Menschen auch einfach zusammenkommen, eben auf der Plattform und der Austausch beginnt, soziales, kollektives Lernen und so. Und da muss man Antworten finden. Und ich merke es immer, wie Unternehmen, die Technologie anbieten im Bereich Voice, denken einfach zu kurz, sie sagen Dispatchen von irgendwelchen Kanälen dahin und schon war es das. Der Kultur. Präsenzmanagement, Lernen, Austauschen, Wir-Gefühl, das positive Aufladen, ich bin Teil eines starken Teams, gelingt ja eigentlich nur in der Präsenz. Wir haben die Erfahrung gemacht, dem ist nicht so. Man braucht nur eine sehr starke Corporate-Plattform, in der die Mitarbeiter genau wissen, ich bin nicht alleine. Also die ganzen Werkzeuge wie kollaborativen Desktop und Remote-Themen und Livestream, die haben wir einfach so rekombiniert, dass daraus wirklich ein kulturelles, organisatorisch Wir entsteht. Und das sind halt geniale Erfahrungen. Und letztendlich ist halt bei uns in Deutschland der Datenaspekt im Privatraum, der ist nicht trivial, aber er ist technisch und organisatorisch lösbar. Warum ist es eigentlich so, dass, wenn man nochmal Microsoft Deutschland in ihrer radikalen Entscheidungen sehen, das den Mitarbeitern zu überlassen, so ob sie jetzt da mal im Büro präsent sind oder nicht und das auch von zu Hause oder sonst wo machen können. Warum ist dieser Anteil an diesen Arbeitsplätzen in Deutschland so niedrig? Denn nach der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist es in den letzten Jahren ja sogar gesunken, obwohl technologisch die Bedingungen eigentlich immer besser werden für verteiltes Arbeiten. Warum ist das in Deutschland so? Weil wir uns immer noch als Industrieland definieren, so schön hierarchisch organisiert, obwohl wir seit den 1960er Jahren gar kein Industrieland mehr sind. Also ich hoffe mal, dass Microsoft die Entscheidung, dezentral zu arbeiten, nicht nur aus Kostensicht getrieben hat, nämlich den Arbeitsplatz nicht mehr zu brauchen, die Betriebsstätte einzudampfen und mehr, also die sogenannten Shared-Service-Arbeitsplätze dann eben anzubieten. Das wäre fatal, wenn es nur aus diesem Aspekt kommt. Der viel bessere Aspekt ist eben, das dezentrale Arbeiten zu erlauben, weil der Mitarbeiter einfach flexibler wird und ihr Vertrauen zu schenken, dass ich dir in deiner Leistung vertraue, ohne dass du hier deinen sogenannten Arsch in der Küche hast. Das ist genau das Thema. Ich bin der absoluten Überzeugung, dezentrales Arbeiten scheitert heutzutage nicht aus technologischen und weder aus Sicherheitsaspekten. Es scheitert an der mittleren Führungsebene, weil die nicht auf Vertrauen in Distanz führen können. Die führen über Kennzahlen. Firmen sind kennzahlengetrieben. Kranke Firmen brauchen Kennzahlen. Firmen brauchen keine. Und von zu Hause aus arbeiten ist eine Vertrauenskultur. Das heißt, ich glaube meinem Mitarbeiter, dass ich seinen Lohn bezahle und er wird zu Hause arbeiten. Da muss man sich drauf einlassen. Und ich glaube, genau deshalb haben wir das Thema, dass nur 8% derzeit in Summe in Deutschland mehr oder weniger Heimarbeit erlauben. Und das andere Thema ist dann auch noch, von zu Hause aus arbeiten zu erlauben, scheitert häufig auch an technischen Voraussetzungen. Wir sind sehr betroffen, wenn ich überlege, dass ich als Unternehmer einerseits digitale Agenda sehe, Grundversorgung 10 Mbit haben wir in 99% aller Haushalte. Ich selbst bin innerhalb von 2 Jahren ein Trüffelschwein für Nichtbreitbandigkeit geworden. Also im Sinne von, wir kennen jetzt Regionen, die glauben, dass sie 16.000 kriegen, aber gerade mal 2.000 bekommen. Und eben um sogenannte Cloud-Anwendungen, Voice, Daten und sonstiges sauber zu betreiben, braucht es mindestens 6.000. Und da gibt es in Deutschland leider nicht den Industriestandard.
Also das ist ja, sagen wir mal, auch in der aktuellen politischen Diskussion sehr, sehr auffällig, dass wir, sagen wir mal, zurzeit die weltwirtschaftliche Spannung diskutieren, dass wir sagen, wir müssen hier mehr investieren. Also auch der Internationale Währungsfonds, die Weltbank nageln uns an die Wand. Wir hätten ein Investitionsdefizit, aber wenn da über Investitionen geredet werden, wird sofort nicht die Datenautobahn, sondern die klassische Autobahn genannt. Oder irgendwelche anderen Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen. Aber Ausbau ist im Koalitionsvertrag noch nicht mal ein Cent reingeschrieben worden. Ich bin jetzt sehr engagiert in Berlin tätig und werde im November eine politische Diskussion steuern, wo ich sage Brandenburg, also Gesamt-Berlin-Brandenburg, wir wären in der Lage, bis zu 1,3 Millionen Menschen zu beschäftigen in Deutschland, wenn Internet zuverlässig läuft. Das ist jetzt die Exponisierung von unserer Erfahrung. Wir haben 1.000 Bewerber angesprochen. 25% können nicht Work at Home aus technischen Gründen. Und wir haben 10% der Bewerber eingestellt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, was das dann bedeutet, können sämtliche Personal, die an Standorten Probleme haben, Menschen zu finden, das ausbreiten in die strukturschwächeren Umlande und die Mitarbeiter müssen nicht den Arbeitsweg übernehmen. Und es braucht eben genau den Hingucker. Wird weiterhin Internet mehrfach überkauft und auch mehrfach ausgebaut, wieder nur in den Speckgürteln und Ballungszentren, oder geht man hin wirklich in die strukturschwache Region? Ich bin auch dabei, sehr engagiert mit Internetprovidern, das sogenannte genossenschaftliche Internet zu diskutieren. Also so wie ein Windrad von einer Gemeinde für die autarke Grundversorgung investiert wird, so bin ich absolut überzeugt, es gibt Internetprovider, die garantieren 30 Mbit. Wenn die Gemeinde dort quasi ihren eigenen Internetmast LTE oder wie auch immer hinstellt und dann dementsprechend die Region attraktiver wird, weil Breitbandigkeit gewährleistet ist. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen Fluch der 80-20-Verteilung, die man so aus der Soziologie kennt. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und genau da wird dann entsprechend das auch in der Breitbandpolitik gemacht, dass man, sagen wir mal, die Speckgürtel oder Ballungszentren versorgt mit schnellem Internet, aber eigentlich müsste man genau umgekehrt gehen, um, sagen wir mal, die Landflucht auch aufzuhalten und auch diesen Teufelskreis, der sich ja dann in den ländlichen Kommunen dann breit macht. Qualifizierte gehen in die Ballungszentren, die Firmen ziehen nach und leiden dann unter, weiß ich nicht, überteuerten Immobilien und Lebenshaltungskosten und ziehen dann vielleicht doch wieder, sag mal, in die Vorstadt von Berlin oder von München oder von Köln, müssen dann wieder pendeln. Also so schließt sich dann schön der Kreis. Ich denke, und da habe ich schon mal so eine Impulsdiskussion ausgelöst, wenn Internet die Nabelschnur und der Zugang zur Information ist und dieses Thema Information ein Grundrecht ist, auch die Verfügbarkeit von Internet ist ein Grundrecht, kann seit 2013 Januar auch in Regress genommen werden von jedem Privathaushalt, wenn Internet nicht funktioniert. Wie wäre es denn, wenn plötzlich alle die in der Region kein Internet haben, sagen, ich fühle mich diskriminiert, weil dementsprechend die Gesellschaft zu einem großen Teil ausgeschlossen ist. Und das macht mich einerseits betroffen und andererseits sehr neugierig, wie man damit umgeht, gerade dezentral Internet eben auszubauen. Gibt es ja schon einschlägige Gerichtsurteile sogar. Genau, genau. Ja, wie müsste das jetzt mal weitergehen, wenn wir uns auch die Unternehmenswelt anschaut? Eigentlich müssten ja da auch mehr Impulse kommen, da müsste auch mehr Druck kommen auf die Politik. Warum sind die so flügellahm? Wenn ich mir also anschaue, wie der Spitzenverband Bitkom beim IT-Gipfel der Kanzlerin auftritt, dann sitzen die am liebsten auf dem Schoß der Kanzlerin, aber ansonsten sagen sie, ja, da werden schon die richtigen Akzente gesetzt. Aber wir sind ja im Schnitt nicht bei 10, sondern bei 7 Mbit in Deutschland. Und irgendwas wird jetzt palavert von 50. Südkorea arbeitet schon an 100 Mbit. Also wir verlieren ja nach und nach Wettbewerbsfähigkeit. Also ich sag mal, ich habe kurz so gewisse Erfahrungen mit Interessenvertretungen, auch lobbyistischer Arbeit. Ich glaube, innerhalb der Bitkom sind die Mitglieder natürlich auch, wenn man sie anschaut, sind telekommunikationslastig. Und Telekommunikation historisch hat so stattgefunden, dass ich Hardware irgendwo in ein Rechenzentrum investiere und es lokal besitze. Das, was wir hier jetzt auch so kennenlernen, dieses Cloud-basiert, alles on-demand, Software-basiert, nutzungsbasiert, ist ja noch lange gar nicht
durchgängig angekommen. Das sieht man ja auch schon mit dem Thema Internetprovider verkaufen weiterhin Internet mit einer gekoppelten Festnetznummer. Ist ja auch totaler Quark. Das heißt also, dieses Festhalten an alten Pfründen und zwar immer reden über die Buzzwords, digitale Transformation, aber die Umsetzung ist weit weg von den eigentlichen marketingtechnisch getriebenen Inhalten. Und das muss man lösen, den Konflikt. Und dann braucht es einfach mehr Unternehmer, die weniger drüber nachdenken, sondern tun. Im Sinne von, was ist das größte Risiko, wenn ich mal etwas anderes tue? Und mein absolutes Statement ist genau das Thema. Jeder kennt vielleicht das Zitat, Probleme löst man nicht mit einer Denke, die diese verursachen. Also kommen wir vielleicht nochmal zu der betriebswirtschaftlichen Ebene zurück. Also das Fraunhofer IAO hat ja eine Studie gemacht, wo sie, sagen wir mal, Vergleiche angestellt haben, wie, sagen wir mal, Kommunikationsflüsse im Unternehmen funktionieren. Die berühmte Telefonkonferenz, ne? Da gibt es ja auch ein schönes Video, die Telcos, die so organisiert werden, wo dann einer dann einfach mal weg ist oder nie was sagt oder später dazukommt und aber nicht auffällt. Und also das ist ja jetzt mal nachgestellt worden in so einer Meeting-Situation direkt in einem Büro. Und sie stellt auch fest, dass da mal auch bei der E-Mail-Kommunikation bestimmte Dinge dann falsch laufen. Dass man sich dann häufig im Ton vergreift. In der Verschriftung neigt man ja dann manchmal dazu, etwas zugespitzt zu formulieren. Dass eigentlich die Videokommunikation da riesen Vorteile hat, aber du hast jetzt vom mittleren Management gesprochen. Sie sagt, also die Frau Dr. Hoffmann vom Fraunhofer sagt, es wird ja noch nicht mal vermittelt in der Ausbildung der Führungskräfte. Also es ist noch nicht mal irgendwie im Ansetzen eine BWL-Disziplin, Distanzmanagement. Einerseits das, also Distanzmanagement ist nichts anderes als das Managen, wie ich es auch in der Präsenz mache. Ich muss nur überlegen, wie kriege ich das, was ich in einem Raum habe, jetzt distribuiert. Und deswegen ist auch das Thema, das, was in der sozialen Küche mal schnell stattfindet oder auf dem Flur, dieses spontan, wie geht's dir, weil ich den sehe und so. Das gibt es natürlich in der Distanz nicht, aber dafür gibt es ja wieder die Werkzeuge, also Lync und Kollaborationswerkzeuge, Videokollaboration und sonstiges. Wir haben das Thema beispielsweise so gemacht, dass wir die ersten 8 Jahre in meinem Unternehmen haben ohne persönlichen Kontakt stattgefunden. Wir haben Leute eingestellt, unter Vertrag genommen, die habe ich noch nicht einmal gesehen. Ich habe deren Stimme gehört, deren Passion, deren Motivation und sie wurden ins Projekt gegeben. Wir haben die nur über Kennzahlen geführt und habe gesagt, das ist alles Kacke, diese Kennzahlen. Wir brauchen persönliche Nähe, dieses Thema wir. Was ist soziologisch ein persönlicher Kontakt? Der Videoanruf, der ist genau gleich zu sehen wie ein persönlicher Kontakt. Sieht man ja auch, dass in der Telemedizin momentan auch das Thema mit Videokamera auch schon die Diagnose und der Blick auf die Augen des Anrufenden schon genutzt werden kann. Also ist Video an der Stelle, also das Bewegtbild und das Live-Thema, definitiv ein gesetztes technisches Medium. Und auf der anderen Seite ist eben das Thema Führen in Distanz, braucht im Kopf des Managers eben nicht das Thema, ich sage es mal überspitzt und gerade aus meiner Branche kommen, da wird häufig geführt, wenn du so dich nicht spurst, da gibt es noch 1000 andere, die dann morgen deinen Job machen können, weil es eben sehr schnelle, austauschbare, einfache Tätigkeiten sind. Und Manager gucken ihre Kennzahlen an, schauen, wer ist da in der Abweichung drüber oder drunter und dann wird genau geführt, hier seh mal zu, dass du Mittelwert wirst, also im Sinne von Mittelmaß. Und was wir jetzt merken ist, es gibt 2 extreme Themen, die in der Dezentralität passieren. Dankbarkeit und Motivation. Das sind Themen, die kann ich nicht anordnen. Das sind ganz große Eigenschaften, die passieren als Resultat. Und dieses Motivation ist ein Thema, das passiert, wenn plötzlich ein Mitarbeiter merkt, man vertraut mir, wow, und dann sind die auch total anders motiviert oder ich bin wichtig. Allein schon das Thema, wenn man heute weiß, dass Unternehmen häufig händeringend versuchen, das unstrukturierte Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter in eine Datenbank zu kriegen. Wenn der Erste ankommt und hinterfragt, was tust du da, Shadowing und so, hat er sofort Angst, dass er morgen substituiert wird und wird sein Wissen bunkern. Das heißt, was wir gemerkt haben, von Anfang an haben wir dieses Thema Credit Sharing. Wenn du dich mitteilst, wenn andere von dir partizipieren, bist du wertvoller. Das heißt, dieses sich mitteilen haben wir gerade in der Dezentralität als Steuerungs- und Kulturcode etabliert. Und darauf müssen sich Führungskräfte einlassen, dass sie nicht von oben nach unten delegieren. Ich habe da ein sehr schönes Bild mal im Web gefunden. Da sitzen auf einem Telegrafenmast Tauben, so alle schön von oben nach unten. Und der Oberste sagt, wenn ich von oben nach unten gucke, sehe ich immer nur Scheiße.
Scheiße. Und die von unten nach oben gucken, sagen, ich sehe immer nur Arschlöcher. Und das ist genau die Firmenhierarchie, die wird in Dezentralität aufgelöst. Da heißt es nämlich wir. Wir alle sind Teil eines Teams und müssen das leisten. Wenn wir sagen wir, von den Defiziten in der Ausbildung von Führungskräften reden, also vor allen Dingen jetzt die BWL, Volkswirtschaft natürlich nicht so, ich bin ja Volkswirt, also da spielt das auch das Thema nicht so eine große Rolle. Liegt es vielleicht daran, dass, was du vorhin angeführt hast, kranke Firmen setzen zu stark auf Kennzahlen und Controlling, dass aus diesen Universitäten fast nur Controlling-Gichtlinge rauskommen? Denke ich schon, ein maßgeblicher Teil ist ja dieses ganze Thema Kapitalmarktgetönse und so, man sei der Break-Even, ich bin ja selber Teil von dieser Historie, war mal Vorstand eines börsennotierten Unternehmens. Und allein dieses Berichtsgetönse, man hängt ja immer so in diesem Thema fest. Wo bleibt denn noch das Thema? Wenn man mal fragen würde, mittlere Führungskräfte, wie viel Kreativität und Organisation und Neues erlaubt der Tag und wie viel ist Administration und Befüllen von Tabellen? Beispielsweise gibt es bei uns viele Führungskräfte, die können nicht mit Excel und Makro. In den vergleichbaren gleichen Instanzen, Teamleiter im Callcenter, die machen nichts anderes als den ganzen Tag erstmal Kennzahlen befüllen und dann den Mitarbeiter ansprechen, was am Vortag passiert ist. Totaler Quatsch, weil heute ist schon wieder heute. Das heißt, entweder merkt man gleich das, was passiert und kann den ansprechen, da braucht es eben Dashboards und es ist Echtzeitgetriebene. Und man kann ohne Excel und man braucht eben gewisse Kultur und gerade in Dezentralität muss man daran. Ja, wir wollten ja auch noch diskutieren. Also wer ist denn im Büro verhaftet? Ja, oder ich sitze im Büro, also bin ich. Oder ich möchte Sie in Ihrem Büro sitzen sehen. Also das ist mir zumindest in meiner Angestelltenzeit so gegangen. Oder völlig sinnlose Meetings. Ich erlebe selten, dass mal Meetings wirklich gut sind. Meistens sind sie kacke. Oder es ist eine Notwendigkeit. Oder man versteckt sich im Meeting und es wird sinnlos dahergeredet. Also es gibt, das ist ja auch so ein Mythos, dass man wirklich auch physisch zusammensitzen muss, um mal, sich vernünftig zu unterhalten über ein Projekt. Also wir haben es auch so gemacht, wir hatten immer so das Thema, jeden Tag um 9 Uhr findet der Austausch mit den Auftraggebern statt, danach geht es wieder ins Team und man reflektiert. Wir haben jetzt momentan die Kommunikation mit den Auftraggebern so gelassen, da wollen wir nicht ran und das Verhalten ändern, aber in der Innensicht haben wir es so gemacht, Toyota-Prinzip, Deadlock setzen. Wenn ein Mitarbeiter quasi merkt, dass er nicht weiterkommt, hat er von uns einfach die Aufgabe in der Distanz, merkt keiner, wenn es dir schlecht geht. Du bist der, der aufstehen muss. Und genau dieses Thema, ich stehe auf, ich setze einen Deadlock, das heißt, ich poste im Chat, hilf mir mal, ich komme nicht weiter. Er sieht ja seine Kollegen, das heißt, das ganze Thema wie im Büro findet ja durch diese Kollaborationswerkzeuge statt. Ich sehe ja, ob ein Supervisor da ist oder ob mein Coach da ist. Oder zur Not hole ich mir den Coach rein und sage, ich komme nicht so klar, ist mir zu schwierig, hilf mir mal beim nächsten Kundenkontakt. Dann schaltet er sich drauf, bewegt die Maus, ist remote mit dabei, flüstert ihm im sogenannten Concierge-Desk ins Ohr, während der andere Kunde dann ist und führt ihn dann raus aus dieser Problematik. Und das ist einfach das Thema, das ist auch alles wieder reaktiv. Es ist reaktiv, weil der Einzelne, der Mitarbeiter ist derjenige, der anzeigt, ich habe Bedarf und dann wird reagiert. Diese jeden Tag und alle Woche und 14-tägigen und monatlichen Konferenzthemen, die dann angesetzt sind und man macht es dann, weil es halt auf der Agenda steht, halte ich nicht für effektiv. Diskussion. Okay, ich habe gleich eine Frage dazu, weil die Frage ist nicht nur, was müssen die Führungskräfte dafür lernen, sondern was müssen die Mitarbeiter lernen. Zukunft der Arbeit, alle reden drüber, wir reden über Feel-Good-Management, wir reden über Gesundheitsmanagement, wir reden über das verbriefte Sabbatical, all das, bring your own device, also da gibt es ja viele Sachen, die momentan diskutiert wird. Und das ist natürlich, was Microsoft jetzt als Vorschuss macht, ist eins davon. Ich frage mich immer, und ich unterrichte Digital Natives, zukünftige Marketeers, ich frage mich immer, ob das wirklich in Zukunft alles möglich ist oder ob es unternehmensabhängig ist. Denn die meisten, die ich unterrichte, sagen, ich brauche Strukturen und ich bin gerne vor Ort. Gerade diese Generation, die jetzt heranwächst, ist sehr stark digital sozialisiert und sie sehnen sich danach, persönlich in real life miteinander in Kontakt zu kommen. Wenn ich jetzt zu Hause in meinem eigenen Homeoffice oder wo auch immer sitze, mal abgesehen davon, dass ich diszipliniert mich natürlich daran setzen muss und nicht zwischendurch lieber den Abwasch mache, obwohl es die Spülmaschine kann. Die Frage ist aber auch, bleiben dabei irgendwann zwischenmenschliche Werte auf der Strecke und ich werde wirklich nur noch eine Kennziffer in meinem Unternehmensprotokoll? Also das Thema ist, uns ist bekannt und mir ist auch bekannt, dass Firma der zweitgrößte Arbeitsmarkt ist. Und dementsprechend ist dieses Thema, wir kommen zusammen in eine Kultur und deswegen war eingangs mein Hinweis, der Vertrag, den man als Personalabteilung seinen Mitarbeitern schenkt, heißt alternierende Telearbeit auf Abruf.
Der Schieberegler, wie viel Prozent ich dezentral nicht in der Firma bin, entscheidet die jeweilige Firma in der Kultur und in der Inhaltlichkeit der Aufgaben. Und darin liegt genau der Nukleus, wie man wertvoll sein kann. Und ich bin der totalen Überzeugung, wir denken einfach mal an das Studium. Es gibt das sogenannte Selbststudium in Distanz und es gibt das Präsenzstudium. Der eine kann das, der andere kann das. Es wird nie dieses Thema pauschal geben. Eine Firma, die aus einer Personalabteilung heraus sagt, wir machen ab morgen Homeoffice, weil dann sparen wir Betriebskosten und per Order Mufti durchzieht, die wird einen vollen Schiffbruch erleiden. Man muss genau die Belegschaft mitnehmen, draufschauen, wer kann es charakterlich. Wir haben unheimlich viel Erfahrung gemacht. Es kann sogar in einer Belegschaft, ich berate Firmen bei dieser Transformation und ich habe gemerkt, dass für einige das Angebot, ab morgen dürft ihr zu Hause arbeiten, die fangen nicht an zu strahlen, die fangen fast an zu heulen, weil sie die Präsenz in der Firma brauchen. Genau das muss man respektieren. Und deswegen gibt es auch keine Blaupause für das Thema, wie mache ich das und dann rolle ich das aus, sondern... Genau, ja, einerseits, ja, auch guter Hinweis. Wir haben beispielsweise 2% unserer Belegschaft mussten kündigen, weil der Gatte oder der Partner nicht mitgespielt hat. Denn zu Hause arbeiten heißt auch, ich sage jetzt mal bildhaft gesprochen, wir haben sogar Kochkurse verteilt, wo man dann gelernt hat, wie man in 30 Minuten ein gutes Essen kocht, weil sich manche beschwert haben, seitdem die jetzt zu Hause arbeitet, kocht die nicht mehr für mich, ich muss jetzt gucken. Hat es alles schon gegeben. Und dementsprechend ist dieses Thema, wir nehmen den Mitarbeiter mit, fängt am Mitarbeiter an und da gibt es nicht einfach das Thema, wir machen, sondern der Einzelne entscheidet, für mich ist es gut, für mich ist es nicht gut und vor allem der Grad der Ausprägung. Telearbeit heißt, ich erbringe meine Tätigkeit nicht mehr ausschließlich an einem Firmenarbeitsplatz, sondern teilweise oder voll und ganz von zu Hause. Teilweise kann auch 0% bedeuten. Noch gleich eine Anschlussfrage, weil wenn ich von zu Hause arbeiten kann, inklusive zum Beispiel solcher schönen Lösungen wie Google Hangouts für die Firmenmeetings, erhöht es dann sozusagen auch die Möglichkeit, Fachkräfte überregional anzuwerben, auch international anzuwerben, weil wir steuern auf einen Fachkräftemangel hin. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, Videokonferenzen im Low-Fi-Bereich zu machen, hat das ja auch die Chance, dass ich meine Personalprobleme lösen kann, richtig? Zumindest zahlt es sehr gut auf das Thema ein. Ob es komplett lösbar wird, wird man wieder sehen. Aber es ist definitiv so, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Viele haben händeringend Leute gesucht und Mitarbeiter sind nicht an den Standort gegangen, wo dieser Job war, weil sie gesagt haben, ich verlasse nicht meinen sozialen Schwerpunkt. Es gibt schon Menschen, die haben Probleme, wenn sie den Kirchturm im Dorf nicht mehr sehen, wenn sie woanders arbeiten müssten. Und dementsprechend konnten diese Mitarbeiter dann auch auf Führungsebene angebunden werden an Unternehmen, weil sie bereit waren, dezentral zu beschäftigen. Ja, berichten aus der Praxis. Ja, da muss man schnell die Kamera. Ja, also bei uns in Boeing Software betreiben wir das schon seit längerem so, weil eben genau ein Problem war, dass wir unsere Mitarbeiter nicht direkt in München gefunden haben, sondern eben verteilt in Deutschland. Das war sogar zeitweise so, dass wir einen Mitarbeiter aus London hatten. Und bei dem war jetzt das Problem eben genau, dass das mit der Führung von der Distanz nicht gut funktioniert hat. Es, ein anderer Mitarbeiter hat gesagt, ich kann das auch nicht, ich bin in Berlin, ich muss ins Büro kommen. Der ist sogar nach München gezogen extra, um dann weiter bei uns zu arbeiten. Aber so hat jeder sein persönliches, seine persönliche Einstellung, also diesen Schieberegler, den du da angesprochen hast, gefunden, denke ich mal. Also es ist klar, da muss man auch reinwachsen. Der eine kommt, also was wir jeden Tag machen, wir machen jeden Tag Videokonferenz, damit man sich sieht. Wir versuchen auch da nicht nur über die Tagesthemen von der Arbeit zu reden, sondern eben auch persönlich, dass man eben immer sich ein bisschen auch sozial austauscht. Und etwa vielleicht alle 1-2 Monate treffen wir uns dann nochmal alle zusammen im Büro. Also da versuchen wir dann, dass alle zusammenkommen, auch zusammen an einem Ding arbeiten oder auch, dass wir zusammen mal eine Unternehmung machen, also abends mal weggehen oder so, dass man eben das nicht aus den Augen verliert, dass man eben sag ich mal, 8 bis 10 Stunden mit diesen Leuten täglich zusammen ja eigentlich ist. Also mir persönlich geht es immer so, ich sitze allein im Büro, bin zwar nicht zu Hause, sitze nicht zu Hause im Büro, aber ich habe ein kleines Büro in der Stadt und das ist in Österreich
Und wenn ich dann abends dann zur Tür rausgehe aus meinem Büro, dann fällt mir plötzlich auf, ja, du bist ja in Österreich, du bist ja gar nicht in München. Ja? Weil ich das mich so da reinfallen lasse, dass ich eben mit dem Kopf anfange zu denken, ja, du sitzt ja mit den anderen Kollegen in München in einem Büro. Also soweit ist das bei mir schon. Ja, so ja es ist ja nur noch ein weiteres Beispiel, dieses Ehepaar Schlee und Sohn, ja, was dieses Live Buch gemacht hat. Also wir haben das ja nicht anders gemacht. Ja, ich meine, der Hannes sitzt hier 60 Kilometer von München entfernt. Ich sitze in Bonn. Wir haben natürlich nur das über Hangout gemacht. Also die ganzen Sitzungen mit der redaktionellen Arbeit für das Buch. Ja, die einzigen nicht machen konnten, das war jetzt mal der Verlag, ja, aber das weiß auch der Hansa Verlag, da habe ich schon mal gesagt, wenn man ein Livestreaming-Buch macht, da muss man natürlich dann auch die Türen öffnen für Hangout on Air, aber da steht halt die IT davor, ja, das ist ja heute auch ein Problem, müssten wir auch nochmal drüber reden, und da kommt dann auch zum Tragen, dass wir, wenn wir das Fachliche beendet haben, dann auch noch über Gott und die Welt reden, also von Witzen bis hast du gehört, und auch das, was man, sag mal, in einer Büro, also in so einer Küche und einer Kaffeeküche auch machen würde. Ich hab noch eine Anmerkung zu deinem Thema. Bei uns ist es so, und das habe ich auch persönlich schon erfahren, ausschließlich digital geht nicht. Früher oder später wird es irgendwann den Menschen geben, den ich seit 20 Jahren als digitalen Kontakt habe. Es klopft vielleicht an der Tür und sagt, ich musste dich endlich mal sehen. Und das merken wir auch bei uns in der Belegschaft. Ist es so gewesen, dass es diesen sogenannten Tupperware-Effekt gegeben hat. Also Menschen bei uns müssen teilweise haptisch mit den Produkten arbeiten. Also ich sage jetzt mal gerade, Stoffe verkaufen und Textilien verkaufen, muss man mal gefühlt haben, wie sich das anfühlt. Oder auch Cremes und Lotions und Body-Themen muss man mal haben, damit man das einfach in der Beratung besser kann. Also kriegen Leute da draußen irgendwo an einem Präsenzhub die Produkte, und dann kommt man dort zusammen an einem Samstag, an einem Sonntag, da gibt es sogenannte Präsenzpaten, die organisieren das dann wie eine Art Tupperware-Party. Aber wir haben da als Firma keinen Einfluss drauf, sondern es hat sich selbst established. Und so ist eben mein Plädoyer dafür, man sollte, wenn man solche kulturellen Neuerungen zulässt, dezentral zu arbeiten, wird die Belegschaft ein enorm wichtiges Gut, mehr denn je. Und ich sage immer wieder, wir alle reden häufig, gerade Personaler sagen, meine Mannschaft ist mein Vermögen. Leider stehen die Personalkosten immer noch in den Kosten und eben nicht im Asset. Also wir wollen vielleicht noch ein Fass aufmachen. Du hattest das am Anfang angesprochen, die Frage vom Stress des Berufspendelns. Und es gibt ja von einem Zeitredakteur ein Buch über die Berufspendlerrepublik Deutschland. 66% der Berufspendler fahren mit dem Auto. Die durchschnittliche Belegung pro Auto liegt bei 1,1 oder so. Sieht man ja, wenn man dann also früh morgens und abends schaut. Also die Leute sitzen fast alleine in dem Auto. Und wir reden immer schon seit Jahrzehnten über Mobilitätskonzepte und dass man auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen soll, Bahn, Bus und weiß ich was. Aber der Punkt, wenn man sich dann Umweltministerium anschaut, Wirtschaftsministerium anschaut, sogar das Familienministerium, wird das nicht offensiv kommuniziert, dass das auch ein wesentlicher Aspekt ist, dezentrales Arbeiten, eben wegzukommen von der Berufspendlerrepublik Deutschland. Komme ich gleich drauf zu. Und was ich auch gemerkt habe, ist noch ein Thema. Es gibt auch das Thema der Fahrgemeinschaften. Da fährt einer aus der Tristesse und aus Timbuktu, nimmt 4 mit und fährt dann zur Firma, und genau der wird krank. Und plötzlich fallen dann diesem Unternehmen auf einen Schlag 4 Mitarbeiter aus, die er nicht mehr kompensieren kann. Und wir wissen das auch gerade aus der Callcenter-Branche. Teilweise fällt der Fahrer auch aus, weil er den Benzin nicht mehr bezahlen kann. Und somit fallen auch alle anderen aus. Und das sind alles wirklich aus der Praxis bekannte Probleme. Und jetzt zu dem Punkt, den du ansprichst. Ich meine, wenn man das Problem des Arbeitsweges lösen kann oder reduziert, wird auch die Inanspruchnahme von Auto nicht mehr so häufig. Und wir wissen, was die Autoindustrie in Deutschland auch für ein Gut ist und wie die Politik reagiert. Wir merken das gerade mit dem Change auf Elektromobilität. Deswegen ist das ein Verhaltenswechsel, der geht nicht von heute auf morgen, der dauert sehr, sehr, sehr lange. Hat ja, sag mal, in der Bahn nur nicht gerade weniger Stress. Ich bin über Jahre auch gependelt von Bonn nach Düsseldorf und teilweise aber von Bonn nach Frankfurt. Das ist ja auch eine never-ending Story. Also selbst das Umstellen, und wir sehen das ja heute mit den Teilnehmern, die in Stuttgart jetzt noch fahren und leider nicht virtuell zugeschaltet werden können da von einem Hauptbahnhof oder so. Das ist ja dann auch ein Stressfaktor. Also eigentlich ist die Distanz immer ein Stressfaktor.
Genau, sehe ich absolut so. Und egal welches Verkehrsmittel, es kann immer sein, dass das Verkehrsmittel ausfällt. Und dann, ich glaube, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, in 5 Jahren haben wir wahrscheinlich schneller eine Lösung, wie man dann eine Alternative hätte, dass jetzt Fraunhofer dabei wäre. Da gibt es vielleicht irgendwo dann einen spontanen Kollaborationsraum. Ich weiß von England, das habe ich schon vor 10 Jahren praktiziert, da gab es Firmen, die haben einen Kollaborationsraum eingerichtet. Das war das sogenannte Blue Monday Day. Da gab es einen Raum, da war eine Videokonferenz möglich mit einem Arzt. Und wenn man sich krank gefühlt hat, wie auch immer, ist man in dieses Separé, hat die Videokonferenz aufgeschaltet und wurde mit einem Personal Health Manager, das war ein niedergelassener Arzt, verbunden. Und die haben sich das ganze Thema dann angeguckt und gemacht. Und die Firmen haben das als Dienst bezahlt. Ist 10 Jahre her. Damals waren wir der Plattformlieferant und auch der die Ärzte dezentral einfach administriert hat. Schauen wir jetzt mal nach Deutschland. Telemedizin-Thema ändert sich jetzt erstmal. Dann werde ich noch mal eine egoistische Frage stellen. Also ich kenne das ja noch von meiner Zeit bei Otello. Ja, war ja mal Konkurrent von der Telekom. Ist dann von Mannesmann und aufgekauft worden und hieß dann irgendwann Vodafone. Und wird jetzt als Billigmarke von Vodafone geführt. Das ist ja unschrecklich. Wir haben dann hunderte von Millionen in den Markenkern reingesteckt. Aber da gab es zum Beispiel einen Videokonferenzraum. Ja, der hat ganz schwere Technik gehabt und der Vorstandschef wollte das unbedingt haben und das Ding ist nie benutzt worden. Ja, ist das vielleicht, sagen wir mal, so eine kleine Erblast? Wir merken das einmal im Einsatz von Hangout als reinen Videochat und auch von Hangout on Air, beispielsweise wenn man virtuelle Konferenzen, Fachkonferenzen machen könnten, dass das in der Wirtschaft mehr oder weniger noch voll gegen die Wand läuft. Das wird immer noch nicht genutzt. Woran liegt das? Ja, ich glaube auch, das ist das ganze Thema. Du hast auch diese Tandberg-Systeme und alles. Das ist halt wirklich hier, wir kommen von Hardware. Und dieser ganze Bereich ist eben jetzt erstmal nicht nur disruptiv, dass gleich was völlig Neues kommt, sondern er wird ja leicht substituiert. Und das dauert. Das dauert einfach. Und wir haben ja genügend Gegenargumente, wenn man so hört, dass die sagen, nee, funktioniert nicht, es muss in Präsenz stattfinden. Oder Videokonferenz taugt nicht, erhöht nur den Aufwand oder haben wir alles schon probiert, funktioniert nicht. Also so plakative Effekte führen halt dazu. Und das ist ja genau das Gleiche. Wir merken ja, dass wenn viele vor einer Entscheidung stehen und so hören einen, der sagt, es geht nicht, hören auch gleich viele auf, darüber nachzudenken, dass es für sich einführen. Und das ist genau das Problem. Ja, aber dann investiert man wie bekloppt beispielsweise in eine Kundenkonferenz. Wir haben das ja mal erlebt. Wir haben dann einer Firma da mal gezeigt, die haben dann Social Media Breakfast in München gemacht, haben dann also irgendwelche 50 Top-Manager eingeladen. Dann sollte ich da moderieren. Dann habe ich einen Vorschlag gemacht, dann können wir es nicht auch live streamen? Und sagt, ja, warum? Sag, ja, Kommunikation für Abwesende, aus dem Raum der 50 noch herausgehen. Ich meine, dass die 50 da gekommen sind, hat auch mit dem Standort was zu tun, weil sie dann vielleicht den Vorstandschef dann noch beim Kaffee sprechen wollten. Aber ansonsten hätte man, sagen wir mal, einige 10.000 Euro für die Veranstaltung ausgegeben, hätte irgendwann das Licht abgedreht und wäre dann zur Tagesordnung übergegangen und niemand in der Außenwelt hätte davon mitbekommen. Es wird Kommunikation für Abwesende, daran wird nicht gedacht. Genau, einerseits wird es übersehen und andererseits ist es noch nicht convenient. Ich meine, ich bin jetzt auch jemand, das merken wir ja, die Berührung mit diesen Themen, also ein Google Plus mal hochzufahren, wie auch immer, da erzeugt es ja bei manchen schon Achselschweiß, wenn die drüber nachdenken, oh, ich habe bald einen Hangout, was muss ich noch alles tun? Weil es fehlt diese Commodity und es fehlt auch dieses Thema, gerade bei Plattformprodukten merkt man ja auch, dass der Change im Hintergrund einen auch wieder total überfordert. Plötzlich ist ein Button nicht mehr da oder ein neuer Dienst. Das ist ja auch immer, es bleibt ja, ich sage mal, es bleibt spannend, weil Gewöhnungseffekt an etwas, und das ist immer so, bleibt halt häufig bei Plattformprodukten nicht. Und das ist auch ein Stressthema. Wenn man mit etwas nicht vertraut ist, ist der Konsum auch überschaubar. Also es gibt sogar Experten, die wir schon bei BloggerCamp TV hatten. Und da muss man ja, sagen wir mal, einen Google Plus Account haben, noch. Ja. Aber gut, bei Skype muss man auch ein Konto haben. Also man muss ja irgendwo eingeloggt sein. Ja. Darum geht's, dass die sagen, ja, okay, machen sie für uns jetzt ein Google Plus Konto, aber nach dem BloggerCamp TV löschen sie es wieder. Tja, also Policies und so nach dem Motto, Google ist halt nicht oft gern gesehen. Also ich bin auch immer... ich würde da auch noch morgen vielleicht einen spontanen Slot machen, weil das Thema ist geschlossene oder offenes Facebook, geschlossenes
Google Hangout für die Firma, geschlossenes Community Tool oder offen. Das heißt, was extrem genial wäre, Facebook ist wunderbar für den Austausch dies oder das, aber ich Bildchen poste oder Nachrichten. Nur dieses beschissene Offensein. Firmen brauchen ja teilweise dieses Geschlossene und deswegen muss man da genau drauf schauen. Kannst du noch eine geschlossene Gruppe machen? Genau, und das ist genau das Thema, ja, weil selbst da ist es halt heftig, weil dann wird plötzlich mal eine Einstellung im Hintergrund geändert und dann ist erst mal ein paar Tage Polen offen. Und deswegen muss man da halt schon hinschauen und dieses öffentlich und nicht öffentlich und auch die Angst der Unternehmen, die natürlich überlegen, war ja früher so, was ist eigentlich Markenführung, Markenschutz und was ist der Asset? Und dieses, wir sind teilweise in so einem Konflikt, dass wir privat Datenprostitution machen, der deutsche Datenschutz Datendiät fordert und Technologie kann weder mit dem einen noch mit dem anderen. Also das heißt, Smart Data und Big Data kann nur, wenn Daten da sind und das ganze Thema braucht eine Infrastruktur, die elastisch ist. Und die Infrastruktur wiederum ist aktuell in einer Situation, dass sie noch nicht ganz Cloud ist, also im Sinne von nutzungsorientiert und geht immer, sondern sie kommt von dem Vorauslaufen der investiver Hardware-Schmodder mit Investition und weniger vom Nutzungsthema. Das heißt, die Technik ist schon verdammt weit, aber sie ist noch nicht in dem einen Endstadium angekommen, das rein nutzungsbasiert funktioniert. Und dieses ganze gerade so vermengte Thema ist schwierig, weil man sich auf nichts verlassen kann eigentlich jetzt mal auch. Und dieses sich nicht verlassen ist auch ein typisches Manager-Kulturgut. Work at home machen, glaube ich, viel mehr, wenn es eine deutsche DIN-Norm, einen Stempel gäbe. Und wenn es einen TÜV-Stempel gäbe, genau so funktioniert es. Da warten jetzt mal erstmal alle, weil viele sagen nämlich, ja, erstmal links und rechts gucken, wer macht es denn schon? Ah nee, ist noch gar keiner dabei, der uns gefährlich werden kann, also lassen wir es. Und das ist genauso das deutsche typische Denken, dieses links und rechts schauen und ist mein Konkurrent schon dabei oder nicht und dann folge ich. Also es gibt ja schon, sagen wir mal, einen Ansatz vom Slow Media Institut im Verbund mit TÜV Rheinland, glaube ich, sich um digitalen Arbeitsschutz zu bemühen. Das würde ja, sagen wir mal, in diese Richtung gehen. Hat teilweise, betrifft im Prinzip fast nur Präsenzarbeitsplätze. Wenn man da mal um Revierverhalten geht, es dann um den Digitalstress, den ja auch Leute in stationären Büros haben. Also das Thema ist auf der Agenda, ist, glaube ich, wichtig. Also wir machen beispielsweise die Erfahrung, wir sind so anders, dass wir in kein einziges sogenanntes standardisiertes Ausschreibungsverfahren passen. Weil allein schon die Aussage, wie viele Arbeitsplätze haben Sie, müssen wir immer antworten, das kommt darauf an. Und wenn man dann überlegt, dass die sogenannten technischen organisatorischen Maßnahmen, die ein Unternehmen treffen muss, wenn es mit personenbezogenen Daten in Berührung kommt, jetzt verlagere ich diese Pflicht auf den häuslichen Arbeitsplatz. Und jetzt mal kleiner Hingucker aus der Praxis. Wenn zu Hause der Mensch nicht alleine lebt, sondern er einen Lebenspartner hat, wie auch immer. Der private Arbeitsraum ist nach Grundgesetz ein schützenswertes Gut. Als Firma und IT-Verantwortlicher brauche ich ein Zugehrecht, um zu schauen, wie er arbeitet. Das könnte jetzt schon ein Zugeh-Konflikt sein. Und dann haben wir jetzt noch das nächste Thema. Diejenigen, die zu Hause den Schlüssel haben, sind berechtigt, in dieser Wohnung zu sein. Für die Auftragsdatenverarbeitung darf es aber nur der eine sein. Wenn zu Hause leben, wenn ich nicht alleine bin, funktioniert und mir mein Lebenspartner mal ein Heißgetränk bringt, während ich arbeite, ist es schon wieder datenschutzrechtlich ein Desaster, weil in dem Moment eine nicht autorisierte Person Blick auf Daten hat, die da nicht gezeigt werden dürfen. Jetzt müsste ich wieder, jetzt wird es richtig spannend, Face Recognition von Google, wunderbar, nur wäre das Überwachung im Privatarbeitsplatz, wenn ich damit eine stehende Videoverbindung nach Hause schalte, um zu sehen, ach, Herr Müller ist jetzt alleine und jetzt kommt da jemand in seinen sogenannten Desktop-Device der Kamera, jetzt muss ich die Daten ausgrauen, wäre das für den Datenschutz wunderbar, wäre aber wieder nach deutschem Grundrecht eine Überwachung des Privathaushaltes. Also dementsprechend bleibt es spannend. Ich bin kein Fan von Datenschutz, weil ich finde, ich bin selber Scrum Certified Product Owner und nehme Datenschutz immer als klares Pflichtenheft und Lastenheft für etwas zum Formulieren. Finde ich sehr dankbar, aber ich hasse es als Unternehmer immer dieses einerseits und andererseits.
Und das ist genau, da muss man unheimlich kreativ ran. Und ich glaube, das ist wirklich meine Überzeugung, solange es nicht einen DIN-Siegel gibt für die Art und Weise des Privaten oder des Distanzarbeitens, genau so werden viele diese Perle nicht nutzen. Und ich habe mal vor kurzem ein Statement gebracht, für Personalverantwortliche ist das nicht drüber nachdenken und das Nicht-Anbieten von Distanzarbeit fahrlässig, weil es aus der sogenannten Talentverfügbarkeit eine enorme Quelle ist, aber natürlich bringt es Komplexitäten, die manche vermeiden wollen. Also das wäre dann vielleicht mal eine Aufforderung an die Datenschutz-Deichgrafen vor allen Dingen. Ich meine einen da mit T und W, ja, Thilo Weichheit, sich vielleicht mal mit Praktikern zu unterhalten, Datenschutz mal richtiger durchzudeklinieren und ein bisschen auch an der Arbeitsrealität abzugleichen. Ich glaube, niemand stellt das in Frage, die Diskussion um Datenschutz. Ja, gibt es weitere Fragen? Ansonsten sind wir mit der ersten Session hier schon durch. Dann möchte ich mich bei Thomas Dehler bedanken, der ja sag mal, auch für lange Interviews zur Verfügung stand, für die Recherche für unser Buch. In Kapitel 12 ist das auch nochmal nachzulesen, warum Unternehmen eine erweiterte Medienkompetenz benötigen, auch in Kooperation mit dem Fraunhofer IAO, die da auch sehr viel Material beigesteuert haben. Und die virtuelle Fachdiskussion, die holen wir dann einfach nochmal nach mit Frau Dr. Hoffmann. Ne? Also würde ich mal so sagen, oder? Ja, vielen Dank, Thomas Dehler. Ja, ich glaube, jetzt ist direkt die Mittagspause dran und ich bin allerdings dran. Ich kann nicht zur Mittagspause gehen, weil wir noch eine Live-Schalte machen oder ich mache eine Live-Schalte noch zum Besser-Online-Kongress nach Berlin, wo im Prinzip auch ein Livestreaming-Experiment läuft. Kai Rüßberg vom WDR macht das zusammen mit Journalisten dort den ganzen Vormittag schon und ich werde gleich mit ihm reden, aber der Rest kann dann natürlich ins Wirtsstübel gehen. Ja, du hast noch eine Frage. Du musst ins Mikrofon sprechen. Ah, ich war jetzt die ganze Zeit nicht dabei, vielleicht habe ich es verpasst, aber gibt es nicht auch in deiner Firma Jobs, wo man präsent sein muss? Wo ist da die Sache, dass Mitarbeiter gleichwertig behandelt werden? Also ich denke jetzt einfach mal, es gibt Firmen wie Microsoft, die natürlich auch eine Menge Bürojobs haben, wo das machbar ist, aber es gibt auch Jobs, wo man einfach da sein muss, wo man im Vertrieb ist, da hat man auch gewisse Anwesenheitspflichten oder ich denke Bäckerei, da kann nicht jeder zu Hause. Wie mit der Gleichstellung der Mitarbeiter? Ich war letztens in so einem Workshop, auch bei Microsoft, da geht es genau um das Thema und da waren für uns einfach auch die Fragen, ist es nicht ein elitäres Denken, jetzt darüber zu diskutieren, weil wir diskutieren eigentlich auf einem hohen Niveau immer über spezielle Jobs. Was ist wirklich mit dem Bäckereiverkäufer? Also die Konstellation, ich mache mal Homeoffice, kommt leider von der Führungskraft und ist sehr vorbehaltlich gewesen in der Historie, weil immer gesagt, Führungskräfte gesagt haben, ich mach mal Maschinen, der Maschinenraum durfte und konnte nicht. Im globalen Draufsehen ist Distanzarbeit nur für solche Berufe, bei der keine Haptik erforderlich ist, ganz klar. Also rein informationsbasiert und rein präsenzorientiert und solche Themen kann man alle in alternierende Telearbeit bringen. Und von der Gleichstellung ist es so, bei uns sind die Arbeitsverträge immer pauschal auf alternierender Telearbeit. Das heißt, die Option, von zu Hause aus zu arbeiten, bekommt jeder. Er muss nicht, er kann. Und die Art und Weise, wie er es dann macht, ist ein individuelles Thema. Die Gleichstellung, und so hat es auch die Gewerkschaft, die da drauf geschaut hat, abgenickt, ist genau, dass die Option besteht. Und dieses, wir gehen ja auf den Wunsch genau ein, ist genau die Option, dass einer, der das Gleiche tut, vielleicht aber nur 10% in Heimarbeit macht, den Rest in der Firma haben will und ein anderer nur 10% in der Firma ist, nämlich nur dann, wenn es sein muss, weil es ein Kunde will oder er in der Präsenz mal wieder aufgeschlaut werden muss oder. Es gibt ja den Grund, in die Präsenz zu gehen. Den haben wir festgestellt. Es ist immer, dass er zu Hause einknickt, er ab und zu mal aufgeladen werden muss. Ich bin Teil eines tollen Teams. Wo sind die eigentlich? Schon lange nicht mehr gerochen, gefühlt und gesprochen. Und das sind so die Themen. Und wenn man das erkennt, gibt man einfach einen Präsenzanlass.
Wenn du jetzt wirklich auch in deiner Firma verschiedene Abteilungen hast, also ich gehe jetzt mal davon aus, Fließband, sonst was, die kannst du ja nicht in Homeoffice. Nein, aber, was machst du da aber bei Pia, Firmen? Ja, pass auf. Wenn du dir die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung anschaust, also wir sind seit 1960 keine Industrienation mehr. Der Anteil des verarbeitenden Gewerbes liegt bei 20% mit sinkender Tendenz. Die industriellen Arbeitsplätze sind in Deutschland massiv abgebaut worden. Wir sind schon wirklich seit rund 50 Jahren eine Dienstleistungsökonomie. Und wenn du dir diese Zahnärzte. Genau, und nein. Und wenn du dir dann auch nochmal, natürlich gibt es bestimmte auch Dienstleistungsberufe, wo Präsenz erforderlich ist. Aber wenn du zusammenrechnest, was haben wir, Verwaltungstätigkeiten, klassische Bürotätigkeiten, das geht auch in die Millionen. Und sogar im Bereich, wo du, sagen wir mal, eine Nahtstelle hast zwischen reiner Dienstleistung oder produktbegleitender Dienstleistung, zum Beispiel Reparaturservice, ist keine Notwendigkeit da, zum Beispiel bei Siemens im Field Service, immer noch ins zentrale Büro zu fahren, wie die das Jahrzehnte organisiert haben, statt sich direkt von zu Hause ins Auto zu setzen und direkt zum Kunden zu fahren. Selbst das wird in Deutschland nicht gemacht. Ja, und da frage ich mich mal idiotisch, ich fahre in mein Büro, kriege die Disposition und fahre dann zum Kunden. So wird teilweise Field Service in Deutschland organisiert. Da sage ich, das ist doof. Du kriegst Millionen Arbeitsplätze über dezentrale Arbeit organisiert. Ja. Aber das war nicht meine Frage. Meine Frage ist der Umgang innerhalb einer Firma mit Gleichstellung. Weil es gibt auch bei großen Firmen, gibt es einfach verschiedene Jobs oder auch schon beim Zahnarzt. Genau. Du hast jemanden in der Verwaltung, in der Buchhaltung, du hast aber die auch, die dann da an deinem Zahn rumfummeln halt. Ne? Genau, und deswegen gehen wir so ran, diejenigen, die eine total inhaltlich vergleichbare, identische Tätigkeit machen, die haben alle die gleiche Spieloption. Die Art und Weise, wie der jeweilige die Spieloption für sich nutzt, ist sein persönliches Gut. Und da wird keiner dran rummaulen. Die Art und Weise ist, wenn ich dir jetzt quasi die Option gebe und es mir nicht gewähre, dann wird es da eine Maulerei irgendwann geben. Das stimmt. Aber die Art und Weise, komplett vergleichbar, und zwar identisch, inhaltlich vergleichbar, da sollte die Option gleich sein. Okay. Und was nicht geht, es gibt auch vom BFDI, also Bundesanstalt für Information und Datenschutz, gibt es eine Checkliste. Man empfiehlt ja schon gar nicht, alles in Distanz zu geben. Der Umgang mit wirklich besonders schützenswerten Daten, also beispielsweise Sozialdaten, wird sehr nebulös empfunden, wenn er zu Hause arbeitet. Aus meiner Beratungstätigkeit weiß ich aber, dass selbst Betriebskrankenkassenträger die Verarbeitung dieser Daten im Homeoffice verbracht haben. Weil deren Datenschützer kein Jurist und Bedenkenträger, sondern ein technisch orientierter Gestalter war. Und jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema. Es gibt juristisch keinen Blankoschein, Telearbeit grundsätzlich zu verbieten. Die Durchführung braucht aber ein genaues Hingucken, nämlich welches Risiko entsteht und verbleibt bei der Verarbeitung von Daten in einem Homeoffice. Das muss dem Unternehmer vorgelegt werden. Und wenn man alles an technisch-organisatorischen Maßnahmen gemacht hat, um diese Daten zu schützen, dann ist es vertretbar, es zu tun. Das ist jetzt mal ganz der juristische Aspekt. Nur haben, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, warum machen es nur 8%? Viele haben den Arsch nicht in der Hose, diesen neuen Weg zu gehen. Wir müssen an der Stelle Schluss machen, weil wir ja noch ins Wirtsstübel gehen müssen, um schön bayerisch deftig essen zu können. Ja, vielen Dank nochmal und bis zur nächsten Session. Die ist um 14.30 Uhr, glaube ich. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder mit Drohnen. Drohnen unter anderem. Drohnen. Ja, genau. Wir machen Drohnen.